Er ist wohl der bekannteste Hase der Welt, der Playboy Bunny. Seit der Erstausgabe 1953 ist er das Wiedererkennungsmerkmal des sogenannten ersten Lifestyle-Magazins, vorzugsweise für den Mann. Von vornherein wollte Hugh Hefner über einen Lebensstil eines modernen Mannes in einer Großstadt sprechen, der also Wert auf Stil legt, Wert auf Einrichtung legt, Wert auf Architektur legt. Im Gegensatz zu einem suburbanen Menschen, der cowboyartig in den Vororten lebt und ein anderes konservatives Leben führt. Und er wollte diesen neuen Lifestyle schon in den 50ern etablieren, von dem wir heute sprechen, dass es eigentlich der Lifestyle der Gegenwart ist. In der Öffentlichkeit weit weniger bekannt, es geht nicht immer nur um nackte Tatsachen. Viele Artikel widmeten sich den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Neben Kunst und Kultur ging es auch immer wieder um Design und Architektur. Von 1953 bis in die 70er Jahre berichtete das Magazin immer wieder über innovative architektonische Entwürfe und wurde so zu einem zentralen Vermittler avantgardistischer Designströmungen. Für Architekturhistorikerin Beatrice Colomina ein Grund, genauer hinzuschauen. Herausgekommen ist eine ganze Ausstellung, Playboy Architecture 1953 bis 1979 im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt. Mit dabei das gesamte Playboy-Archiv, 300 Hefte an der Zahl. Ich habe zu der Architektur der 60er und 70er Jahre gearbeitet. Dabei bemerkte ich, dass jeder Architekt, der mich interessierte, bereits einen Artikel im Playboy veröffentlicht hatte. Ich fand das zuerst kurios. Dann realisierte ich, dass diese Artikel über Architektur und Design regelmäßig im Magazin erschienen. Das wusste ich vorher nicht. Seien es Wohnungseinrichtungen oder Sessel jeder Art. Ihre Veröffentlichung im Magazin, das für künstlerische Aktfotografie bekannt ist, ließ die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. Es wurde gelesen, es wurde von der Mittelschicht, der oberen Mittelschicht gelesen und damit waren die Vorschläge des Playboys, was die Einrichtung, die Architektur, das Styling angeht, waren Vorschläge, die einen echten Effekt hatten auf den Markt. Das heißt, Architekten und Designer waren sehr bestrebt, in das Magazin hineinzukommen, weil sie wussten, dass dann sehr viele potenzielle Leser, Käufer oder Kunden sich melden könnten. Während die ersten Cover des Playboy ziemlich harmlos daherkommen, wird es in den nächsten Jahrzehnten immer freizügiger. Doch nicht nur optisch wandelt sich das Blatt. Das Credo lautet immer mehr Sex sells. Der Playboy wurde sexueller, er musste sexueller werden, weil die anderen Blätter eine starke Konkurrenz darstellten. Und es erschienen zum Beispiel Architekturzeitschriften, die wichtiger wurden. Und gleichzeitig tauchten die ersten Lifestyle-Magazine auf. Also er wurde auf allen Ebenen hatte er Konkurrenz bekommen und die Verkaufszahlen gingen zurück und wir können den großen Einfluss der 70er nicht mehr in den 80ern sehen. Deswegen hört die Ausstellung dort bei dem Thema auf, zu der Zeit, wo der Playboy nicht mehr so relevant ist. Der Playboy, er beeinflusste den Design- und Architekturgeschmack einer ganzen Generation. Interessierte können sich noch bis Mitte April selbst auf die Suche nach dem einstigen Zeitgeist rund um Architektur und Design machen.